Hallo, willkommen zu einer Folge Minecraft. Orian, ich bin zu euch gekommen. Was haben wir das von Orian gemacht? Letzte Folge Orian war eine explosive Folge Orian. Fragt man sich, warum? Warum war es explosiv? Schaut euch die letzte Folge an, Leute. Nein, Spaß, ich erkläre es euch. Denn wir waren hier ein bisschen in unserer Hand des Enders. Und haben hier ein bisschen Spaß gehabt mit Obsidian-TNT, Leute. Wir hatten ein bisschen Spaß mit ein bisschen Obsidian-TNT hier auf dem Saturn, dem Planet der Glitcher, wo die hier leben. Haben da ein bisschen Boom Boom hier gemacht, Boom Boom da. Und dann war der Planet weg. Wir haben den schön zerstört, weil diese Wesen dürfen nicht existieren. Erstens haben die mich belästigt. Zweitens, die sind hässlich. Drittens, sie sind böse. Viertens, sie sind gefährlich. Fünftens, sie arbeiten mit den Magma-Monstern. Und in allem zusammen sind es Magma-Monster. Ne? Das sind die Leute. Und das kann man sagen. Und deswegen hasst man die Leute. Deswegen, bitte in die Kommentare schreiben, Leute. Hashtag, wir hassen Magma-Monster. Denn Magma-Monster sind böse und keiner will Magma-Monster haben, denn sie sind widerlich und ich habe keine Argumente mehr. Magma-Monster sind einfach schlimm, Leute. Was ich aber durch diese Folge machen wollte, wir haben letzte Folge schon angefangen mit schön bisschen Botania zu machen. Deswegen habe ich mir gedacht, können wir diese Folge auch ein bisschen Botania weitermachen und ein bisschen was Schönes im botanischen Botanimusus in diesem Buch machen, das wir damals von X bekommen haben. So, die Frage ist, was wir machen. Basics Flower Patch ist irgendwie. Ist das. Was macht das? Ist das für die Blumen? Ich glaube mal, dass man dann da drin Blumen lagern kann. Sagt ja auch der Name Flower Patch. Hier habe ich Wolle. Dann holen wir uns davon so einen Blütenstock. Braucht man die Frage? Wir gucken mal, ob man es einfärbig haben muss. Also jetzt auch eine blaue Blüte oder auch eine gelbe. Eine weiße Blüte meine ich. Oder ob auch eine gelbe funktioniert. Ich habe keinen Plan, wie das Rezept geht. Okay, es geht auch so. Perfekt. Alter, meine Maus spinnt sehr. Okay, so. Okay, geil. Warum habe ich das nicht viel früher gemacht? Hier hätte ich all diese Blumen, die ich hier besitze, einfach reinschallern können. Hier. Bam. Ohne Probleme. Und dann spare ich mir Platz. Okay, warum gehen da nur spezielle Blumen rein, oder? Ich fühle mich verarscht. Da gehen nur spezielle Blumen bestimmt rein, oder? Hier, wir nehmen unsere ganzen Blumen, die wir haben, und gucken, was so reingeht und was nicht. Ach, hier geht nur bis zum Stack, das ist ja wack. Hier. Das Blumencase ist langweilig. Es geht nur bis zum Stack und nicht mehr. Und es geht nicht alles, es geht nur ein Teil, das ist langweilig. Wer hat sich das selbst gedacht? Das wird jetzt cool. Das wird jetzt irgendwie eine Erleichterung, dass du auf cool stacken kann. Nein. Ich habe alles bis auf die beiden. Okay, doch, ich hatte die mal. Oder habe ich die immer noch? Ja, hier, guck. Ich habe sie immer noch. Nur nicht gerade parat gehabt. Da und da. Perfekt, ich bin der Blumen. Mann, ich würde sagen, ich bin der Blumenflüsterer, dass ich. Aha, guck. Doch, doch. Hä, der ist ja doch drin. PTF, habe ich die rausgenommen? Nee. Ich bin der Blumenflüsterer. Ich habe alles an Blumen, die es in diesem Modpack existiert und wichtig sind. Okay, ich nehme hier. Okay, gut. Das Wichtigste kommt zu dem Material. Ach, die Sauge, Digga. Ist schon ein bisschen creepy so, da so ein Auge, das die ganze Zeit zwinkert und einen so beobachtet. Ist schon keiner weird, ein bisschen verstörend. Aber ja, Leute, das war eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich hier, alter Maus, entspann dich. War das hier? Ne, war das? War das? Ah, hier, Mana-Spiegel machen, weil das soll irgendwie cool sein und easy zum Craften, sondern helfen beim Craften.
Okay, hier Mana-Tablet brauchen wir. Okay. Das machen wir, weil dann können wir coole Sachen craften. Auf jeden Fall, wir brauchen das Mana-Tablet, um anhand damit dann hier nehmen wir das Mana-Tablet. Dann brauchen wir diesen. Brauchen dieses Living. Warum habe ich kein Living Wood mehr? Ernsthaft? Ich habe doch erst Living Wood gemacht. Auf jeden Fall brauchen wir Living. Oder habe ich das hier gelagert? Ich habe nicht mal mehr Logs. Prima. Ich bin vorbereitet. Ich dachte, ich werde diesmal wirklich vorbereitet. Miese. Okay, dann holen wir uns hier ein Log. 1 und 2. Ich brauche nur 2 Stück. Really? Ich baue ab, aber sammle nicht ein. 2 Cups. Dank meinem Magnet. Weil Magnet ist cool und lässig und cool. Okay. Wir müssen hier. Davon brauchen wir eine Blume. Zack. Hier kommt die hin. Und ihr beide kommt dahin. So. So, jetzt ungeändert, dann brauchen wir noch eine Pearl. Hier haben wir eine Pearl. Dann brauchen wir den Stick. Das brauchen wir. 1 davon. Warte, brauchen wir denn noch irgendwas? Ah, ein Stein. Ein Stein. Haben wir hier ist ein Stein. Gut. Dann haben wir. Ready. Ich dachte, ich hätte jetzt alles parat und fertig, um schnell zu worken. Und dann bauen die hier noch ein Jahrzehnt. Okay, ja, nehmt euch ruhig Zeit. Entspannt, dreht noch eine Kanne Kaffee. Entspannt, macht noch ein Nap. Ja, wir haben natürlich alle Zeit der Welt. Kleinen, süßen Loks, bis ihr transformiert werdet. Ja, entspannt euch. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Ist nicht so, dass eil ist, weil wir noch viel erleben wollen. Nee, wir sind auch keine Jungsprache. Ah, finally. Zack, hier. Wäre das jetzt kaputt gegangen, dann hätte ich einen Anfall bekommen. Also, das so kaputt gegangen, dass ich es nicht mehr nutzen könnte. Okay, hier. Haben wir das. Dann kommt der Stein rein. Die Pearl. Das Terra-Steel. Und das Tablet. Und wir haben Mana Mirror. Das soll man irgendwie damit verbinden. So. Perfekt. Das lädt sich jetzt auch auf. Okay. Zack. Ah, das zeigt an, wie viel da. So. Cool. Okay, ich habe keinen Plan, was man damit machen kann mehr. Ich dachte, das kann man als Crafting-Menü nutzen. Okay, das zeigt ja an, wie viel da drin ist und du kannst es rausnehmen, wie du haben möchtest, oder. Leute, ich habe keinen Plan. Juckt mich auch eigentlich jetzt nicht. Weil wir haben es gecraftet. Ich dachte, es wird cool. Aber nein, es ist doch nicht cool. Es ist. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Was? Dr. Gün. Was? Ist jemand zu Hause? Ja. Was geht bei Ihnen? Also ich kann nicht schon Menasio, Ihnen ab. Schönen guten Tag. Sie meinen Nacht, oder? Leute, es geht bei dem Bruder ab. Der ist ein halber Cyborg. Was will der? Der ist ein alter Typi, der ein halber Roboter ist. Ich bin ein alter Mann, der von Haus zu Haus. Was streift, reißt, nervt. Ich habe keinen Bock auf Komma. Dann schreibe ich jetzt kein Komma. Ich habe ihre Villa von Weitem gesehen und muss schon sagen, sie ist schön. Danke. Leute, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, weil hier so ein Typ ist. Ich stelle mich mal in die Tür. So kann ich schnell vor dem Flüchten. Ich bin aber aus einem anderen Grund hier. Ja. Dann. Sagen Sie mal, was los ist. Ich habe etwas für Sie. Was denn? Ja, zeig mal, was
du hast. Ich bin nämlich an etwas Großem dran. Okay. Zeig. Zeig. Ja, zeig mal, Bro. Hier. Ja, ich verstecke mich schon halb in der Tür. Was denn? Was hast denn da? Perfekt. Leute. Was passiert jetzt noch? Wenn er jetzt mein Haus sprengt, zerreiße ich die mit meinem Schwert. Alter, ich werde ihn so ein kleines Stück reißen, wenn er mein Haus sprengt. Möchten Sie eine Mark? Nein. Der hat gerade einen Magen in der Hand. Also ein Ersatz. Nee. Nee, meiner ist noch gut. Oder doch lieber eine neue. Okay, eine neue Lunge hätte ich. Meine Lunge ist im Privaten wirklich kacke, obwohl ich nicht rauche. Ich bin komplett ein Nichtraucher. Bitte fang nicht an, rauchen, schlimm und so. Sie sehen so nach Rauch aus, oder? Ist ganz frisch. Nee, ich bin kompletter Nichtraucher. Naja, ein Herz kann nicht schaden. Okay. Ein Ersatzherz? Warum hat der Organe? Ist die wichtige Frage. So noch nie gebrochen. Hm, nee, lass mal. Das kann eher mehr Freda gebrochen, nachdem ich die letzte Mal immer so gekocht habe. Aber warum verkauft der oder verschenkt der, verkauft der Organe? Warum? Naja, sie wirkt so, als hätten nicht alle Tasse im Schrank. Ich brauche kein Gehirn. Na, warum hat der ein Gehirn einfach so in der Hand? Digga, was ist mit dem? Junge. Ist von einer Person mit mindestens dem IQ von 140. Okay, nice. Ist. Warte, Leute. Ist das Ihrer? Was halten Sie von meinem Objekt? Naja. Es gibt bestimmt Leute, die es mögen. Ich gehöre aber nicht dazu. Ich bin keiner von denen. Möchten Sie eins erwerben? Nee, lass mal. Nee. Aber Leute, dies gehören. Ist es vielleicht seins? Oder warum hat er hier einen halben Computerkopf? Mal einen guten Preis. Ja. 2 für 5 Euro. Da bin ich drin. 5 Euro, ich dabei. 5 Euro, mein Preis. 2 für 5000. Nee, lass mal. Spitzenpreis. Digga, ich kauf doch nichts für 5000. Ich kauf doch keine Lunge und kein Herz für 5000 Zenite. Was ist mit mir, wenn ich das tue? Und was ist mit dem Typen eigentlich los? Der kommt hier mitten in der Nacht und will mir Organe verkaufen. Und der so ein halber Roboter ist. Orion wird immer schwieriger. Immer schwieriger wird dieses Projekt. Können Sie mich in Ruhe lassen? Es wird jetzt einfach nur noch weird, weil der da einfach steht. Sie können auch der Organspende beitreten und wenn Sie sterben, bekommen wir Ihre Organe. Nee, lass mal. Das klingt doch super, oder? Naja. Bestimmt im echten Leben ist das bestimmt nice, Leute. Könnt ihr ja machen, wenn ihr irgendwann so einen Unfall habt. Zum Beispiel, ihr landet im Koma. Und dann wird ihr künstlich getötet, weil man euch nicht mehr beleben kann. Könnt ihr eure Organe an Leute, die brauchen, spenden oder so. Also gar nichts, schade. Ja. Aber hier in MC brauche ich meine Organe noch. Ich muss ein bisschen mal Magma Monster besiegen. Können Sie... Bitte mein Grundstück verlassen. Man kann sich die Sachen auch ausentnehmen lassen, wie bei mir. Dieses Gehirn bekommt eigentlich von mir. Okay, jetzt wird's richtig weird. Wenn das Gehirn doch von dem ist. Okay. Sie möchte ja nicht, dann ist ja gut. Okay, ja. Bitte einfach in die Richtung. Ihr Nachbar, ja, Albert. Was hat Albert jetzt verbrochen? Glauben Sie, er hat Interesse? Ja, natürlich. Er liebt Organe. Ja, wir schicken den einfach rüber zu Albert, dann habe ich meine Ruhe und muss den Typ nicht ertragen. Okay, ja, prima, ich frage ihn dann gleich mal. Ja,
Viel Spaß. Ciao. Ja, ey, Digga. Endlich geht der, Leute. Auf jeden Fall, der geht jetzt Albert auf die Nerven. Okay, Leute, ich würde einfach sagen, das wäre es mit dieser weirden Folge. Ich beende die Folge einfach. Es wird einfach nur noch weird. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, um keine weiteren Videos zu verpassen, abonnieren. Und sonst, ciao. Leute, wee-hoo.